Die Bauarbeiten zum Berliner Schloss sind im vollen Gange. Wir stehen jetzt allerdings hier im Saal des alten Stadtschlosses. Und wie das möglich ist, das sagt uns gleich Peter Schwirkmann, Kurator der Ausstellung Schloss Stadt Berlin im Ephraim-Palais. Ja, Herr Schwirkmann, erstmal in welchem Saal sind wir hier? Wir sind hier in einem Saal des Ephraim-Palais. Im Hintergrund sehen wir den sogenannten Schlütersaal des Ephraim-Palais. Er heißt so, weil die Decke, die Sie dort sehen, aus dem Wartenbergschen Palais stammt, von Schlüter geschaffen wurde und als Kopie dieses Hauses hier fest eingebaut wurde. Und diesen Raum haben wir uns ausgesucht, um eine Inszenierung zu veranstalten, eine Erinnerung an das Berliner Schloss. Hier haben wir mit dem Bild von Eduard Gärtner, das den Thronsaal des Berliner Schlosses zeigt, eine kleine Simulation veranstaltet. Und der haben Sie den Trick verraten. Ja? Okay. Und der Monitor in der Mitte mit dem kleinen Loop über die Sprengung des Schlosses, der soll verweisen auf die für immer verloren gegangene Pracht der Innenräume. Die Ausstellung heißt Schloss Stadt Berlin. Es ist ja immer ein Punkt dazwischen. Schlosspunkt, Stadtpunkt, Berlin. Was wollen Sie damit eigentlich sagen? Ja, wir wollen damit hinweisen auf durchaus den Gegensatz zwischen Stadt und Schloss, der lange Zeit bestanden hat. Ja, bei der Gründung schon der Hohenzollernburg, die ja gleichsam außerhalb der Stadt befestigt wurde. Und wir zeigen hier in der Ausstellung, wie dann die Stadt wächst und mit der Stadtentwicklung das Schloss topografisch in die Mitte Berlins gelangt, aber auch wirtschaftlich und sozial durch das Wirken der Landesherren, der Kurfürsten und später der preußischen Könige. Wir haben das Renaissance-Schloss von Caspar Theiss und da kommen wir ins 15. und 16. Jahrhundert. Und das Schloss, über das wir aber jetzt hier reden, das Barockschloss, ist ja dann der Umbau von Andreas Schlüter, begonnen 1699 etwa. Warum steht das im Mittelpunkt? Weil das natürlich das Vorbild ist für jetzt den Erinnerungsbau, der hier in der Mitte wieder neu entsteht, das Humboldt-Forum. Was kann ich da jetzt über die Geschichte dieses Schlosses in der Ausstellung erfahren? Hier kann man in diesen Räumen eine ganze Menge sehen. Und zwar, was sich erhalten hat von der Inneneinrichtung des Schlosses. Das sind hier ein paar Stücke, die wir im Museum haben. Man schätzt ja ungefähr, dass es 600 Gegenstände noch gibt, die man nachweisen kann. Aber noch niemand hat so ein Gesamtverzeichnis in allen Museen und anderen Schlössern erstellt, einen Komplettüberblick. Aber ein kleiner Teil ist auch bei uns gelandet, ein kleiner, bescheidener Teil. Und zwar vor der Sprengung des Schlosses 1951, wurden die Depots geräumt. Und wir haben einen größeren Bestand an Bauspolien, aber auch an Innendekorationen mit dem Vermerk Schlossdepot. Und von etwa 70 Stücken können wir sagen, dass diese tatsächlich aus dem Berliner Schloss stammen. Und einige davon sieht man hier, wie beispielsweise diese beiden Türen nach Andreas Schlüter gefertigt, die sich im großen Treppenhaus des Schlosses befanden. Man kann das hier auch im Detail nochmal sehen, wo diese Dinge verortet waren, anhand dieser Messbilder, also sehr genauer Schwarz-Weiß-Aufnahmen, die vor dem Ersten Weltkrieg entstanden sind.
Die Stadt spielte insbesondere ab der Zeit nach dem Dreißigjährigen Krieg eine große Rolle für das Schloss. Der große Kurfürst zog ja 1652 von Kleve nach Berlin und machte dies hier nun zu seiner Residenz. Sein Nachfolger baute dann das Barockschloss und von dieser Zeit an prägen die Landesherren und die Könige ganz wesentlich den weiteren Stadtausbau. Sie sind auch die uneingeschränkten Herren in der Stadt. Die Bürgermeister treten da in die zweite oder gar dritte Seite zurück. Also regiert wird auch der Stadt, die Stadt bis zum Bürger hinunter, bis zum einfachen Untertanen durch den Landesherrn. Aber der Standort Berlin? Ja, das war eine strategische Entscheidung. Der große Kurfürst hat diese Stadt ja dann auch nach dem Dreißigjährigen Krieg sogleich zur Festung aufgebaut. Er hat viel getan für die Entwicklung der Infrastruktur, würde man heute sagen, also den Ausbau der Wasserwege. Er hat die Straßen verbessert und das schien gegenüber den Konkurrenzstädten für Brandenburg, das war ja ganz früher mal beispielsweise die Stadt Brandenburg, schien das doch inzwischen der richtige Standort zu sein und eine der großen Städte. Also inzwischen hatte so Klein-Berlin war es dann doch den anderen den Rang abgelaufen. Insofern war es naheliegend, dass es Berlin tatsächlich bleibt. Aber dann ist ja trotzdem immer noch unklar, warum dieser Standort dort am Ende der Linden, also wenn man heute so hört, was Bauarbeiter sagen, dann denkt man immer, ist der ungünstigste Standort überhaupt, weil da ist irgendwie noch sumpfiger Untergrund und ständig sackt irgendwas ab. Wie haben die das früher gelöst und warum haben sie dann diesen Untergrund überhaupt gewählt? Ja, das hängt eben mit der frühen Zeit zusammen, als die Hohenzollern hier Landesherren wurden und eine Burg errichteten. Und in der Stadt selbst, in dem mittelalterlichen Berlin-Köln, war dafür kein Platz. Und so blieb als Baugrund nur der nördliche Teil der Insel Köln, dieses Sumpfgelände, was man dann sukzessive trockenlegte. Zwischendurch, als es zu Auseinandersetzungen mit der Berliner Bürgerschaft gab, haben die ja auch mal im sogenannten Berliner Unwillen diese Baugrube unter Wasser gesetzt. Aber am Ende hat sich ja recht schnell der Landesherr durchgesetzt. Und sukzessive wurde dieses Gebiet dann eben trockengelegt. Übrigens auch durch Privatleute. Der Friedrichswerder, also die erste Stadterweiterung westlich von Köln, entsteht ja auch so, dass man dort ein Grundstück bekam, unter der Maßgabe eben es trocken zu legen und dann darauf zu bauen. Also die Befestigung dieses Teils der Stadt und die Trockenlegung wurde auch gefördert durch den Landesherrn. Aber insofern ist es kein Wunder, dass man dort diese Probleme im Untergrund hat, also ganz besonders dort. Hatte man da auch zwischendurch Probleme, dass da was abgesackt ist, so wie es eben heute scheinbar öfter der Fall ist? Naja, das spektakulärste Beispiel ist vielleicht die sogenannte Münzturmkatastrophe. Bei den Plänen Andreas Schlüters zum Umbau des Barockschlosses, des Renaissance-Schlosses zu einem Barockbau, war ja als Höhendominante ein großer Turm vorgesehen, der schon nach weithin sichtbar deutlich machen sollte, dass hier das Schloss steht. Und dieser Turm versank dann buchstäblich im Untergrund. Das heißt, er war noch nicht ganz fertig gebaut und neigte sich eben bedrohlich zur Seite, sodass er dann wieder abgebaut werden musste, bevor er einstürzen konnte. Und das führte ja dann auch in der Folge zur Absetzung von Andreas Schlüter als Schlossbaumeister. Und an seiner Stelle baute dann ja Eosander von Goethe, setzte diesen Schlossumbau fort. Also der Untergrund dort hat schon immer Probleme bereitet. Es ist ja diese schöne Straße unter den Linden, die ja sozusagen als Prachtallee hinführt zum Schloss.
oder auch zum Brandenburger Tor, je nachdem, aber auf der Ostseite zum Schloss, aber nicht frontal, wie man es eigentlich erwarten würde, sondern so quasi nur auf eine Ecke zuführt. Warum ist das so? Das hängt auch ja, mit der Entwicklung, mit der langsamen Entwicklung der Stadt an. Wenn man sich vergegenwärtigt am Anfang des 18. Jahrhunderts, als das Schloss gebaut wird, denkt man es eigentlich noch von Osten her. Man kommt aus Berlin, überquert die Lange Brücke und landet dann auf dem historischen Schlossplatz, also vor der Südfront. Also man dachte zunächst, und auch Schlüter, die ganze Sache von Osten her. Es war auch lange Zeit so, dass die triumphalen Einzüge in die Stadt von Osten her geschahen. Also es sei nur erinnert an den Anlass für den Schlossbau, nämlich die Erhöhung des Kurfürsten Friedrich III., der König werden wollte, sich als absoluter Herrscher präsentieren wollte, nach einer Rangerhöhung strebte, mitspielen wollte im Konzert der europäischen Mächte. Und König werden konnte er ja nur außerhalb des Heiligen Römischen Reiches. Und nach langen Verhandlungen mit dem Kaiser in Wien durfte er dann ja im souveränen Preußen die Königskrone erlangen und sich König in Preußen nennen, noch nicht mal von Preußen, weil ja der andere Teil noch polnisch war. Und dieser Friedrich III., gekrönter Friedrich I. in Preußen, zieht über die heutige Rathausstraße, die Rathausbrücke vor die Südfassade des inzwischen schon fertiggestellten Barockschlosses im Mai 1701, ein triumphaler Einzug, ein riesiges Volksfest, das weit mehr als ein Jahresetat des Staates verschlungen hat und ein Ereignis, das man, das kann man hier auch sehen, im Bild festgehalten hat und das man natürlich auch verbreitet hat. Wir haben hier auch eine Filmsequenz mit einem Film von 1942, in dem Heinrich George als Andreas Schlüter, dem neuen König, das inzwischen teilweise fertiggestellte Schloss präsentiert. Der Film ist ideologisch ein bisschen bedenklich, weil er in eine Reihe von Preußen-Glorifizierungsfilmen gehört. Wir haben ihn aber den Ausschnitt deshalb ausgewählt, weil er 1942 eben am Originalschauplatz, nämlich innen, in den Innenräumen des Berliner Schlosses gedreht wurde und insofern auch ein Stück dokumentarischen Wert hat. Aber jetzt nochmal zurück zu Ihrer Frage, wie kommt es, dass die Linden so etwas unschlüssig auf das Berliner Schloss zulaufen? Am Anfang, wie gesagt, betrachtete man das von Osten her. Die Linden waren ja zunächst nichts weiter als ein Reitweg, der dann mit Linden und Nussbäumen bepflanzt wurde und eine geometrische Linie Richtung Charlottenburg darstellte, die auch aufs Schloss zulief. Diese Wendung nach Westen passiert dann durch den Bau der barocken Vorstädte. Das ist zunächst in den 1670er Jahren die Dorotheenstadt, die also nördlich der Linden entsteht, wie wir sie heute noch kennen, mit der Humboldt-Universität, Staatsbibliothek und so weiter. Dann natürlich südlich und südwestlich der Linden die Friedrichstadt, die wirklich große barocke Neuanlage mit ihren geometrischen Straßen, eben mit der Friedrichstraße, die als Nord-Süd-Achse dann die Linden kreuzt, mit der Lindenstraße, an der heute das Jüdische Museum steht, mit dem Kollegienbau übrigens, einer der ältesten erhaltenen Barockbauten in Berlin, und der Wilhelmsstraße. All das findet man heute noch auf dem Straßenraster. Es zeigte sich dann, dass die Linden die Straße sind, die auf das Schloss zuführen könnten. Friedrich II. Beispielsweise gestaltete sie um, machte sie prächtiger aus kleinen Fassaden. Kleine Häuser wurden hinter großen Schaufassaden zusammengefasst.
Das wird in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts ein großer Boulevard. Und was dann auch passiert, ist im Grunde der Abschluss der Stadtverschönerung unter Friedrich II. Oder nach seinem Tod erst, aber schon von ihm initiiert, mit dem Brandenburger Tor, mit dem neuen Brandenburger Tor, wie wir es heute kennen.